ihr Lieben, heute mal vor der Kamera und nicht hinter der Kamera. Ich bin ja sonst nicht so oft zu sehen und genau, aber ich dachte mir, ich stelle mich einfach mal vor und will euch einfach ein bisschen was kurz dazu erzählen. Das ist auch ein Zusatzvideo. Ich werde es wahrscheinlich irgendwie Mittwoch oder so jetzt mal hochladen. Und genau, ich bin Annette und bin 43, habe also ein bisschen was schon an Tagen hinter mir. Und genau, ich habe den YouTube-Kanal 2017 gegründet oder das erste Video hochgeladen. Ich habe für mich so ein bisschen das Film jetzt so ein bisschen entdeckt, als ich damals bei einer Band war. Da habe ich das erste Mal gefilmt und fand das Film halt für mich recht spannend. Für mich auch eine gute Ablenkung, gerade wenn es so voll wird zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob es da auch einige kennen. Für mich war es dann immer ganz gut, was in der Hand zu haben. Andere haben den Kaffee in der Hand oder ähnliches, aber ich fand jetzt erstmal, ich habe eine kleine Kamera in der Hand und beschäftige mich dann damit. Gerade wenn wirklich viele Menschen da sind, dann ist das ganz schwer für mich. Aber und so fing es eigentlich damals an, nämlich am 21.06.2017. Da habe ich das erste Video gedreht, nämlich bei der Fete de la Musique damals und bei der Band Midlife. Und habe das für mich halt sehr schön gefunden. Klar, die Kamera war damals noch nicht ganz so gut, die Qualität, aber das war dann auch okay. Und ich fand das Video für mich halt sehr, sehr gut. Und habe dann das so ein bisschen mehr gemacht, eben halt nicht nur bei der Band Midlife. Ich war bei Cheap Tricks, ich war bei Larkin, bei Clover, bei Alexandra Jansen, bei Get Stoned, also so viele, wo ich jetzt einfach schon war und habe das auch nie bereut. Es waren eigentlich immer wunderschöne Abende, wo ich dann war und dadurch vielen lieben Dank an die Bands, dass die da immer so schön auftreten und ich da einfach schöne Abende haben durfte. Und eben auch an die Locations, wo ich halt gerne bin, ob es die Hafenmeier in Tegel ist oder die Junction Bar oder das Rickenbackers. Tolles Team, tolle Locations und jedes hat so seinen eigenen Charme, wo man so sagen kann, das macht diese Location aus und es ist auf jeden Fall immer wieder ein Besuch wert und ich komme immer sehr gerne dahin und hat mich auch sehr traurig gemacht, als zu Corona-Zeiten das Ganze auch zu war und nicht geöffnet werden durfte und ja. Ja, und als dann eben Corona kam, habe ich ja eben keine Live-Musik mehr gehabt, wo ich hingehen konnte und filmen konnte. Also habe ich dann dementsprechend damit angefangen zu basteln und habe das Ganze gefilmt, um das als so Kombi, meine beiden Hobbys damit zu verbinden. Und seitdem lade ich immer zwei Videos jede Woche hoch. Einmal Musik, einmal basteln. Und freue mich da immer, wenn ich da so Dinge ausprobiere und zu testen. Es sind so viele Techniken, die ich mittlerweile ausprobiert habe, mit Epoxidharz, mit Acrylic-Pouring, mit Beton habe ich jetzt aktuell gearbeitet. Also so viel, was ich halt echt gerne mache, Seife gießen zum Beispiel eben auch. Und das waren für mich jetzt so Sachen, wo ich halt euch damit auch mitgenommen habe, für mich aber eben auch unheimlich viele Erinnerungen damit schaffe, dass ich die dann eben auch als Film habe und ob es jetzt eben die Musik ist, wo ich mir die Erinnerungen schaffe, weil es einfach schöne Abende sind. Ich höre sie mir auch immer wieder an. Also ich mache oft den YouTube-Kanal an und habe ja so Playlisten erstellt und mache die dann einfach an und lasse die Musik laufen. Gerade ich liebe die Musik. Ich habe sie auch zum Teil meistens auf einem MP3-Player, wo ich halt eben höre. Und genau, also aber ich wollte es eben halt auch jeden daran teilhaben lassen, der es gerne möchte. Es ist ein Hobby. Ich habe einen Hauptjob und dadurch ist das Hobby eben nur meistens fürs Wochenende und nicht fürs Profi-Sein, dass ich halt da unheimlich viel Aufwand hinterstecken kann. Ich bewundere jeden, wo ich halt selber halt auch die Videos schaue, gerade bei diesen Kreativsachen, wie viel Aufwand da auch hintersteckt und finde diese Sachen so unheimlich toll, was ich aber gar nicht leisten kann. Ich habe die Zeit nicht dafür, ich habe auch teilweise die Räume nicht dafür. Und aber für mich halt trotzdem ein Hobby, was ich halt sehr gerne mache und wo ich euch eben, wie gesagt, sehr gerne mitnehme.
wie ich mich da selber auch entwickle, was ich schon ausprobiert habe, wie die Ergebnisse dann aussehen. Und genau, also ähnlich ist es ja auch bei der Musik. Auch da habe ich mich verändert und verbessert, auch mit meinem Auge, mit meinem Gehör, wie ich Dinge anders machen kann, und freue mich da natürlich. Manche Locations geben nicht so viel her, wo ich jetzt extrem viel Spielraum habe, aber alleine das dann trotzdem mitzufilmen, die Musik zu haben für mich, und ist für mich schon sehr, sehr wichtig. Ja, mein Hauptjob ist Tatsache einfach ein ganz normaler Bürojob. Ich arbeite bei einem Jugendhilfeträger und da mache ich halt alles. Hauptsächlich meine Lohnbuchhaltung, aber ansonsten eben auch Stiftungsgelder beantragen und allem drum und dran, was dazugehört, die Rechnung stellen, und das macht die Abwechslung für mich halt immer sehr, sehr wichtig. Ich brauche die Abwechslung, ich kann nicht immer nur eins machen, sondern ich will mehr Abwechslung, und dadurch bin ich, glaube ich, dort jetzt sehr, sehr gut aufgehoben und freue mich da halt auch sehr, den Ort gefunden zu haben. Und ja, und ansonsten in meiner Freizeit mache ich noch Keyboardunterricht. Der gehört für mich jetzt auch schon seit einigen Jahren dazu. Ich bin nicht die, die am meisten übt, das weiß ich auch. Und das merkt man natürlich auch, weil ich einfach noch nicht so weit jetzt bin. Aber im Moment läuft es ganz gut. Ich gehe einmal in der Woche dahin und übe auch unter der Woche noch ein bisschen. Und das ist auch okay. Ich spiele Lieder aktuell, die ich halt gerne auch selber singen möchte dann. Und habe zum Beispiel dann ab Juni werde ich hoffentlich, ich hoffe, das klappt auch, habe ich dann auch wieder Gesangsunterricht einmal im Monat. Meine Gesangslehrerin damals, die ist schwanger geworden und kommt jetzt dann wieder und fängt wieder langsam an. Und da freue ich mich natürlich drauf, weil ich bisher keine richtige Alternative gefunden hatte, wo es funktioniert hat. Und dadurch ist sie für mich natürlich immer noch die Nummer 1. Das nächste, was ich unheimlich gerne mache, ist Sport. Wobei unheimlich gerne ist jetzt auch schon übertrieben, muss ich aber sagen. aber ich habe jetzt relativ lange gebraucht, bis ein Rhythmus drin ist, und ich gehe einmal in der Woche auch dahin. Ich gehe zu Mrs. Sporty, falls jemand das kennt. Das ist, ich hatte euch da schon mal ein Video zu hochgeladen. Aber habe ich so ein bisschen gezeigt gehabt, da war viel online, was ich halt gemacht hatte. Und es war so ein bisschen, Mrs. Sporty ist so weniger mit Geräten, sondern halt mit dem eigenen Körper Sport machen, was ich halt für mich persönlich einfach auch gesundheitlich, glaube ich, ganz gut finde. Dort hat man auch eine ganz andere Betreuung. Und die Trainer gucken genau hin, was macht man, wie macht man es, und dadurch lohnt sich das für mich halt sehr, weil ich halt selbst, ich bin nicht fit, ich habe auch eine chronische Krankheit, bei der ich halt auch sehr schnell müde bin, und dadurch muss ich immer sehr gut haushalten, was dort, glaube ich, auch so ein bisschen geschaut wird. Und ja, also das gehört auch zu meinem Leben mit dazu. Und ja, ansonsten habe ich noch 2 Meerschweinchen. Falls ihr die jetzt so gehört habt, die sind so im Hintergrund manchmal wuselig, weil ich habe mich jetzt hier gleich hinter der Kamera letztendlich sitzen, die 2 Schweinchen, Ernie und Bert, und die gehören jetzt auch seit fast 5 Jahren dazu. Und ich liebe sie, ich habe schon seit vielen, vielen Jahren jetzt immer mehr Schweinchen gehabt und freue mich, dass sie halt da sind, was eben auch davon habe, sie sind 2 unglaubliche Schlawiner eben auch mal. Und aber ich mag sie und sie geben mir sehr, sehr viel. Und nicht nur ich mit Futter, sondern sie geben mir halt auch viel für meine Seele. Und ja, was gibt's für mich noch zu sagen oder von mir? Ich habe ein Faible für Elefanten. Das, glaube ich, hat man in manchen Videos auch schon mitbekommen. Ich habe Silikonformen mit Elefanten, ich habe alles Mögliche. Ich glaube, diese Wohnung besteht aus Elefanten und habe halt unheimlich viel, was ich damit mache. Ich integriere sie in mein Leben letztendlich. Ich habe sie auch auf meinem Schreibtisch auf Arbeit.
etwas mit Elefanten stehen und genau, also dadurch ist das für mich, ich mag meine Vielfältigkeit, die ich da habe und lieb's, da alles Mögliche auszuprobieren. Ich habe eine Zeit lang habe ich auch viel mit Photoshop gemacht, wo ich halt zum Beispiel mit Photoshop gemalt habe oder Bilder bearbeitet habe. Das hat ein bisschen nachgelassen, muss ich mal sagen, weil jetzt einfach das Video für mich halt so ein bisschen aktuell wirklich im Vordergrund steht. Aber ja, ich lieb's. Wie gesagt, das Video ist aktuell meins. Ich schaffe mir da meine eigenen Erinnerungen, auf die ich immer wieder zurückgreifen kann, falls ich mal eine schlechte Zeit habe. Und habe zum Beispiel auch für meine Freundin, da war ich letztes Jahr auf der Hochzeit, habe ich also nicht nur für mich Erinnerungen geschaffen, sondern auch für meine Freundin aus dem Standesamt von der Hochzeit. Und das werde ich auch dieses Jahr wieder machen. Freue mich da sehr drauf. Und dass sie da, sie hat eine unheimlich schöne Hochzeit einfach auch kreiert dort mit so viel Mühe und dadurch. Ja, ich mag's. Ja, habt ihr noch Fragen? Braucht ihr noch irgendwie Infos von mir? Dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Vielleicht hinterlasst ihr mir ein Abo oder ein Däumchen nach oben. Und dann freue ich mich, wenn wir uns wiedersehen. Falls ihr nicht nur Fragen habt oder eben auch Ideen, was ihr gerne noch sehen wollt, auch Basteltechnik, meldet euch gerne und wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare sonst auch und ich freue mich auf euch und bis bald. Tschüss.